Lieber Dieter Thomas Heck, entspannen Sie sich. Vor allen Dingen genießen Sie jetzt, was kommt. Es wird eine ganze Menge hier auf der Bühne passieren. Und dafür darf ich Sie einmal ganz kurz eindrehen. Ja. Viel, viel Spaß. Ja. Hier ist Berlin, das zweite deutsche Fernsehen, präsentiert Ihnen Ausgabe Nummer 1 der Hitsparade. Am Mikrofon Ihr Dieter Thomas Heck. In einem gut bekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Sendung sehr bekannt, von der sprach jeder weit und breit. Und diese Sendung war die große Hitparade, bunte, laute, schöne Hitparade. In der Mitte stand ein Mann und er zeigte, was er kann. Wir feiern jetzt den Chef der großen Hitparade, Moderator, Boss der Hitparade. Seinen Namen Dieter Thomas. Wir feiern Dieter Thomas. Hey. Ein bisschen Heck muss sein, dann kam Erfolg von ganz allein, bis er dich in die Sendung erst rein. Ein bisschen Heck muss sein. Ein bisschen Heck muss sein, dann standst du da im Lichterschein. Und ich prägte mir damals ein, ein bisschen Heck muss sein. Das sag ich nicht nur so, nein, es gehört sich so. Du hast im Leben uns so viel gegeben, drum sagen wir Amor. Wir danken einfach so für jede große Show. Du bist der Boss, bist ein Showbiz-Koloss und wir liebten es jedes Mal. Du warst stets erste Wahl, schick und gut präpariert. Wer präsentiert, der wird selten prämiert. Heute sagen wir Sie Amor, wir sagen Sie Amor. Danke für jede Show. Wir sagen Ti amo, Ti amo, Ti amo, Ti amo, Ti amo. Wir sagen Ti amo. Danke für jede Show. Wir sagen Ti amo, Ti amo, Ti amo, Ti amo, Ti amo. Meine Damen und Herren, Barbara Schöneberger, Howard Carpendale, Roberto Blanco, Max Giesinger und herzlichen Dank an die Laudatoren Thomas D. und Smudo. Herr Heck, ja. Ist die Überraschung gelungen? Ja, ist gelungen. Ist gelungen. Sie, ich habe bloß einen wahnsinnigen Durst. Sie haben einen wahnsinnigen Durst. Was zu trinken. Sie bekommen jetzt ganz viel zu trinken. Ganz toll. Das sollen Sie auch. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Meine Damen und Herren, der großartige Dieter Thomas Heck. Danke.